kennt! Nee, Daniel, gib mir nicht genug. Hm, geh jetzt irgendwo hin, wo es ein Bowl gibt. Ruhe! Ich brauch dich nicht! Hey Leute! Was geht? Kann ihr mit? Danja. Ja, hallo Danja. Danja. Ja, hallo Danja. Ja Leute, es ist soweit. Angekündigt in meinem letzten Video von Adopt Me gibt es heute das große Streitgespräch mit der lieben Danja. Und ich sage auch noch Danja, vielleicht noch. Wer weiß, was am Ende des Tages passiert. Vielleicht werden wir ja wieder eine Familie, wenn mich denn Danja überhaupt haben möchte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich momentan ganz happy mit meinem Hasen. Ich habe auch noch ein anderes Ei, das ich ausbrüten kann. Aha. Und also du bist dann, warte ganz kurz. Du bist ja also zufrieden, dass ich alleine in einem Riesenhaus bin, ohne wirklich... Ich habe das Video gesehen. Ja, okay, die Familie war, in der letzten Folge war super, aber jetzt bin ich wieder bei Null und ich brauche wieder eine neue Familie. Soll ich jetzt jedes Mal eine neue Familie suchen, Danja? Mal eine ernst gemeinte Frage an dich jetzt. Möchtest du wirklich, dass ich jedes Mal diesen Stress habe, mir eine neue Familie zu suchen? Das weiß ich nicht, aber du hast dir das ja ausgesucht. Guck mal, ich bin sogar bereit, mit dir zu reden. Ich bin sogar bereit, auf einen Tee oder Kaffee mit dir darüber zu reden, bei mir zu Hause. Bei dir, nee, das ist kein, Gut, was ist denn dein Vorschlag? Dann bring jetzt mal einen Vorschlag. Naja, pass auf, ich bring jetzt schnell mein Starter-Ei in die Schule. Ja, und eigentlich solltest du mich in die Schule bringen. Danach trinke ich erstmal selber einen Tee. Vielleicht bringst du mir ja noch ein Eis mit und dann kann ich reden. Du weißt, bevor Danja ihren Tee eigentlich, hatte, eigentlich bin ich als Baby hier, als kleines Kind muss ich eigentlich gar nichts machen. Aber gut, vielleicht lasse ich... Wenn ich das schon wieder höre, dann könnte ich dich direkt schon wieder auf die Straße setzen. Also erstens hast du mich nicht auf die Straße gesetzt, sondern ich wollte selber, damit das klar ist. Also bin ich vielleicht doch gar nicht so schuld, ne? Na, ja, aber du hast mich dazu gezwungen. Du hast mich dazu gebracht, dass ich rausgehe aus dem Haus. Wie habe ich das denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? Du warst einfach die fiese Danja, weißt du, die du bist. Du hast meine Gefühle verletzt und du hast mir nicht das Gefühl gegeben, als wäre ich dein Sohn. Kannst du nochmal wiederholen, was ich gemacht habe? Wie ich deine Gefühle verletzt habe? Du hast mich in der Schule besucht und mich bloßgestellt vor all meinen Freunden. Macht man sowas? Leute, ich frage euch jetzt mal, schreibt mal bitte direkt in die Kommentare. Macht man sowas? Hä? Seinen eigenen Sohn in der Schule bloßstellen? Findest du, ich bin keine coole Mama? Das hat mit cool oder nicht cool gar nichts zu tun. Ja, findest du es cool, dass deine Mutter in die Schule kommt und dich überprüft? Also ich hatte ich bin mal ganz ehrlich zu dir. Ich hatte da nie ein Problem. Nein, ach komm, das ist jetzt gelogen. Nö, hatte ich wirklich nicht. Das ist sowas von gelogen gerade. Alter, verstehe ich nicht. So, guck mal, obwohl ich müde bin, gebe ich mir Mühe und hole dir sogar noch was. Oh. Was für ein Eis würdest du denn gerne essen? Alle. Also. Ich hätte gerne alle Eissorten. Kostet auch ja, aber nicht mehr. Da passt aber nicht alles drauf. Deshalb musst du wohl ein oder zwei Eiswürfel mehr mitnehmen. Guck mal, dass ich mich hier um die vermeintliche Mama kümmern muss, ne? Kind, du hast Durst. Woher weißt du, dass ich Durst habe? Weil ich hinter dir laufe, du Pfeife. Guck mal, eigentlich müsste ich in deinem Arm sein, aber nein. Da ist. Guck mal, was es aufhat. Das ist noch nicht mal da und es hat schon eine Schulkappe auf. Wow. Das müsste ich nicht kontrollieren, ob es in der Schule ist. Ja, guck, du vertraust diesem Ei viel mehr als mir. Das kann mich auch nicht verletzen. Ja, tut mir leid, du hast mich verletzt. Aber wir sind heute, das Video ist heute da, um diesen Streit zu klären. Entweder werden wir danach getrennte Wege gehen. Ja, aber oder nicht? Hör doch mal. Ich habe dich in der Schule besucht, weil ich dir was zu essen vorbeibringen sollte und weil ich gucken wollte, wo du überhaupt bist. Aber das Gefühl hast du mir nicht gegeben. Du bist dahin. Es hat sich so angefühlt, als wolltest du mich kontrollieren, als wäre ich nicht in der. Als würde ich schwänzen und nicht in die Schule gehen. Warte, ich gebe dir jetzt. Wir setzen uns erstmal hier hin und du kriegst das Eis von mir. Mhm. Ja, isst du ruhig selber das Eis, ne? Boah, ey, dieses Kind. Ich hab dir doch das Eis gegeben! Du hast Hör auf, dich so aufzuführen wie ein Kind! Mann! Das sind aber nicht alle Sorten. Ich hab schon Blähung wegen dir. Ich würde und? Das gerne bei einem Tee besprechen. Ja, aber dann bitte bei mir zu Hause. Na dann. Nee, nicht bei dir zu Hause. Wir gehen doch in den Teeladen. Nein, das Nein. ist kein neutraler Grund. Nein, Hund. Das ist keine Jetzt Basis. Das ist keine zu. Basis. Du kannst nicht mein Kind sein, wenn du es nicht schaffst, mal auf mich zu hören. Hast du mich verstanden? Aber nicht in diesem Ton. Tja, und damit hast du es jetzt direkt schon. Nicht in diesem Ton. Du bist das Kind. Ja, und? Hast du es vergessen? Wenn ich ein Machtwort spreche,
Guck mal, ich werde überfahren. Hörst überfahren. Du auf, mir reinzureden? Ich werde überfahren und hier entführt und dich interessiert das gar nicht. Du möchtest ja nur deinen Tee trinken. Ich möchte mich da gemeinsam mit dir hinsetzen, damit wir darüber sprechen. Hast du überhaupt einmal vernünftig nach hinten geschaut? Dass du aus unserer Familie ausgetreten bist, um in einer neueren, schickeren Familie zu leben. Du hast mich dazu gezwungen. Und mich dann öffentlich bloßgestellt hast. Weil ich es mir noch nicht leisten kann, uns einen Pool ins Wohnzimmer zu stellen. Weißt du, wie verletzend das ist? Ich habe dir immer was zu essen gekauft. Ich habe nie selber Eis gegessen. Ich habe das immer direkt dir gegeben. Ich habe dir jeden Tag meine Sandwiches gegeben. Ich habe dir jedes Mal die Pizza gegeben. Du hast alles. Ja, und das sind doch die normalen Aufgaben meiner Mutter. Ich habe sofort dir gegeben. So. Und das Einzige, was dir dann einfällt, ist: Nee, Tanja, gib mir nicht genug. Ich gehe jetzt irgendwo hin, wo es einen Bowl gibt. Ja, aber das ist doch normal. Also, ich weiß es nicht, dass du mir Essen gibst und alles andere dich um mich kümmerst. Das ist doch normal. Das kann schon alles sein, aber ich sehe den Punkt nicht, warum du dann aus der Familie austreten musst, weil du von mir was zu essen bekommst. Also, ich habe dafür, ich würde gerne was sagen. Du sagst, ja, danke. Nein, ich möchte zu Poolparty. Let's go to the pool party, ciao. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, natürlich hast du gerade gesagt, let's go to the pool party. Aber das war jetzt Roblox, wirklich. Das habe ich jetzt nicht eingetippt oder so. So, ich möchte nur eins machen. Das möchte ich dir zeigen, okay? Was war das jetzt? Und, was sagst du dazu? Ich sage dazu, dass mein Baby Hunger hat und ich ihm was zu essen besorgen muss. Welches Baby? Mein Baby. Du bist aktuell nicht mein Baby. Ey, dass du mir sowas wirklich ins Gesicht sagen kannst. Weißt du, wie verletzend das eigentlich ist? Weißt du, wie verletzend das ist, wenn du... Ramsey, möchtest du mein Vater werden? Oder ich frag mal, hast du auch so eine schlimme Mama wie Danja? Vielleicht antwortet er mir ja. Weißt du, wie schön das war, als ich das erste Mal wieder eine Pizza alleine essen konnte? Einfach so, ohne dass mir jemand das Ohr gequält hat. Nee, du musst mir das geben! War schön. Und deshalb bringe ich das jetzt kurz meine... Wo bist du denn? Ich bin auf dem Weg zu meinem Haus. Aber Ramsey wollte dir was sagen. Was? Ramsey wollte mir was sagen? Ja, guck mal bitte ins Chatfenster. Ich sehe da nichts. Ich sehe da keinen Ramsey. Achso, Ramsey sagt, du bist das beste Kind, Daniel sollte sich. Ja, siehst du? Siehst du, was Ramsey mir gesagt hat? Siehst du das? Ja. Und ich habe ihm nicht diese Worte in den Mund gelegt oder so. Ne? Also, das hat er selber gesagt. Das Ding ist, ich habe halt auch was gelesen, was schon sehr wahr ist, dass ich einfach nicht die nötige Härte habe, um dich zu erziehen. Und da muss ich einfach sagen, stimmt, hab ich nicht. So ich hart bin, kann ich sein. Aber guck mal. Nur weil ich ein anstrengendes Kind bin, heißt das nicht, dass du mich nicht akzeptieren kannst. Ah, achso, ich dachte, ist das? Ach doch, ist eine Katze. Oh, jetzt habe ich doch auch eine Katze. Oh, ist das süß. Hallo, Mäuschen. Guck mal, du kümmerst dich so sehr um deine Katzen. Hallo, und du kleines Mäuschen. Das muss ich dir nicht. Mal duschen. Komm, ich gehe jetzt nach Hause. Komm, das bringt ja nichts. Also sie kümmert sich ja um ihre Katzen und um alles andere, aber nicht um mich. Also das zeigt mir meinen Stellenwert bei ihr. So, absolut. Du bist aktuell nicht mein Kind. Du hast nie darum gebeten, wieder in meine Familie eintreten zu können. Wir wollten darüber reden, aber du redest ja noch nicht mal darüber. Du, ich würde gern mit dir reden, aber verstehst du das nicht, wenn ich zu Hause noch ein anderes Kind habe, ja, was auch Hunger hat, dass ich das dann auch mal füttern muss? Oder ja, bist aber du dazu... Die Art und Weise, wie du dies äußerst, ist... sehr problematisch für mich, denn es ist sehr belastend. Du gibst mir das Gefühl, als wäre ich nichts wert bei dir. Siehst du, und dann machen wir das einfach gegenseitig so. Und jetzt guck mal, jetzt muss ich schon. Nachgibt. Und es kann schon sein, dass ich momentan. Hua! Ein bisschen allergisch bin. Du redest zu viel! Auf dieses Thema. Aber du redest einfach zu viel! Du redest zu viel! Ich möchte jetzt schlafen. Na dann. Hast du jemanden, der dich ins Bett bringt? Ich mach das selber. Ich bin unabhängig. Ach so, krieg das alleine hin. Ich brauch dich gar nicht. Ja, dann brauch dich nicht. Doch, aber, dann ich brauch dich nicht. Jemanden. Ich brauch dich nicht! Oh, Kahn. Was? Soll ich dir einen Tee bringen? Ja, bitte. Magst du noch Eis? Nein, ich hab nur Durst. Soll ich trotzdem eins mitbringen? So. Ja, bitte. Komm, ich geh extra nicht zur Poolparty. Ich bleib zu Hause heute. Oh, warte. Ich bring dir ein Eis mit. Waldmeister ist deine Lieblingssorte, ne? Ja. Wie viele Kugeln? Eine reicht.
Wenn du mir die bringst, dann reicht mir das. Oh. Guck, ich kann auch ganz brav sein. Wo bist du denn? Wo ist denn dein Haus? Ich zeig dir unser Haus vielleicht, ja. Vielleicht. Wo soll ich warten? Wo kann ich das Eis essen? Guck mal, ich frage auch ganz brav. Du darfst das Eis essen, wo du möchtest. Okay, darf ich ein bisschen Fernsehen gucken dabei? Ja. Okay, danke. Ich wollte eben nicht schreien, das war ein anderer Kahn. So, okay. Kann da passieren. Der ab und zu mal rauskommt. Schmeckt lecker, danke schön. Bitte schön. Wenn du dann Durst hast, warte, hier ist noch dein Tee. Danke schön. Ich trinke jetzt auch einen Tee. Wie siehst du das jetzt? Werden wir wieder eine Familie? Also, ich versuche mich ein bisschen zu beherrschen in der nächsten Zeit, okay? Okay, und ich versuche dir mehr zu erlauben und ich besuche dich versprochen nicht mehr in der Schule. Ja, okay, das war mein Ziel. Außer es gibt Ärger und... Ja, und ich muss dich da rausboxen. Ja, okay. Okay, dann sind wir wieder Familie Wolke und wohnen wieder hier in diesem Haus. Ja, aber da musst du mich auch in die Familie einladen. Okay. Dann bin ich wieder Kahn Wolke. Wie war denn das? Yay! Lass uns zelten gehen. Ja, das war jetzt... Also wir können natürlich auch zelten gehen, wenn du möchtest. Ich kann dir zeigen, wie man Marshmallows macht. Willst du mitkommen? Warte mal, ich würde dich gerade gerne hinzufügen. Ich habe gerade die Einladung verschickt. Oh yes! Wir sind wieder eine Family. Schön, oder? Ja, warte. Ich bringe dich ins Bett. Warte. Ich möchte dir kurz was zeigen noch. Ach so. Warte, ich möchte dir noch kurz was zeigen. Schön machst du das. Ja? Okay, jetzt kann ich ins Bett. Freut mich, dass du immer deinen Dance-Tutorials folgst. So. Ja. Ich bring dich ins Bett. Ich möchte vielleicht später auch. Welches Bett möchtest du denn? Ich kann nur in das kleine Bett hier. Dankeschön. So. Ich leg mich jetzt auch hin. Das war sehr Guck, ich bin ganz brav. Das stimmt. Ich mach's natürlich nicht besser, indem ich sage, ich bin brav. Ich weiß. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Darf ich wieder aufstehen? Schuldig. Wollen wir dann zelten gehen? Ja. Okay. Wollen wir nicht deine Katze vielleicht? Weil das ist ja jetzt auch meine Katze, oder nicht? Ja, ist auch deine Katze. Wollen wir nicht die Katze mitnehmen? Bitte! Können wir machen. Die Katze oder den Hase? Katze. Aber der Hase ist auch cool. Ja, dann beide. Es geht nur einer. Ja, dann darfst du aussuchen. Dann nehme ich den Hase. Wie heißt der Hase? Bisher heißt der Bunny. Bunny Wolke? Ja. Los jetzt, ich will zelten. Das ist unser erster richtiger Ausflug als Familie. Oh. Als wieder Familie. Könnten wir vielleicht auch irgendwann mal hier in diesen Zirkus? Ja, klar. Also nicht heute, aber vielleicht an einem anderen Tag. Dann könnten wir einen Ausflug zum Zirkus machen. Ja, das können wir machen. Kann ich das auch vielleicht alleine? Je nachdem, wenn du vorher in der Schule warst, darfst du das machen. Klasse. Das machst du toll, Mama Danja. Oh, du benimmst dich auch gerade gut. Oh, du musst schon wieder duschen. Aber wir müssen alle duschen. So, soll ich dir das mit den Marshmallows zeigen? Ja. So, du nimmst einfach ein. Ja. Setz dich hier hin. Ja. Und dann isst du dein Marshmallow. Wow. Oh ja, das ist ja toll. So, und wenn du müde bist, machst du das so wie ich? Ihr seid beide krank, echt jetzt? Ich glaube, wir sollten uns erstmal hinlegen. Vielleicht geht es uns dann besser. Okay. Und dann schauen wir mal an einem anderen Tag, ob es uns dann besser geht. Okay, Mama Danja? Ja, bestimmt. Ich glaube, Leute, wir haben es geklärt erstmal. Ich denke auch. Familie Wolke ist wieder vereint. Vielleicht bis zum nächsten Video, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Nein, aber ich fand es heute, es war ein sehr positives Gespräch, Mama Danja. Ja, finde ich auch. Ist gut verlaufen. Ja, danke schön. Du hast es richtig toll eingesehen und Dankeschön. Ich habe ja auch nicht alles richtig gemacht. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich kann ja jetzt zugeben, da wir uns ja jetzt besser verstehen, ich glaube, mich trifft etwas mehr die Schuld. Ich war schon ein bisschen anstrengend, das gebe ich zu. Ihr habt es in den Kommentaren auch geschrieben, ich war sehr anstrengend, ich weiß. Oh. Aber vielleicht ändert sich das jetzt alles. Vielleicht ändert sich das alles, vielleicht wird es jetzt anstrengend. Ja. Leute, das war's mit dem heutigen Adopt Me Video. Wenn ihr Spaß hattet, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren für weitere Videos. Und dann, Mama dann, ja? Sehen wir uns beim nächsten Mal, Töchterchen Kahn. Töchterchen. Das war Söhnchen. Tschüss. Ich wollte Söhnchen sagen. Nicht schön. Tschüss. Hm? Baby Kahn. Hallo, Baby Kahn. Kahn. Oh. Aha. Oh, ich bin am Schlafwandeln. Dann kannst du eigentlich auch direkt ausziehen. Tschüss. Was? Wieso? Hey.
Hey Leute, was geht? Danja hier bei Spiel mit mir, Apps and Games. Beziehungsweise heute wieder Mama Danja. Ich schau mal, wo Baby Kahn sich gerade... Kahn? Hm? Baby Kahn! Bitte verstecken. Hallo? Im Pool ist er auch nicht. In der Küche ist er auch nicht. Okay, so habe ich mir das jetzt eigentlich nicht vorgestellt. Ich guck mal eben im Garten. Hallo, Baby Kahn! Hä? Ist der verschwunden? Ich finde den nicht. Kahn. Boah, es ist jetzt schon dunkel. Wo bleibt der denn? Kahn! Hallo! Das ist schon wieder nicht zu Hause. Ich krieg die Krise. Ich krieg das Kind, ey. Irgendwann raste ich mal noch komplett aus. Ich setze mich jetzt hier auf die Couch und warte, bis er nach Hause kommt und dann kann er mal sein blaues Wunder erleben. Hey Leute, grüßt euch! Ich bin auf dem Spielplatz! Und wisst ihr, was das Coolste eigentlich ist? Wenn man abends auf dem Spielplatz ist, guckt euch mal den Spielplatz an, der ist komplett leer! Ziemlich gut. Man kann hier machen, was man will. Ja, okay, bei Adopt Me oder in Adopt Me City ist das eigentlich den ganzen Tag so. Und ich weiß, ich müsste eigentlich schon längst zu Hause sein, aber es macht heute so viel Spaß. Ich habe keine Schule, ich bin zwar ein bisschen müde, aber es macht so viel Spaß heute und das wollte ich einmal mit euch teilen. Und hier kann man drüber, hier kann ich auch durch. Es macht ziemlich viel Spaß, sage ich euch. Und ich wollte auch noch eine Runde schwimmen. Ich glaube, das schaffe ich noch, bevor ich nach Hause gehe. Also so spät ist es aber auch noch nicht, finde ich. Also ich bin schon mal später nach Hause gekommen. Ich habe ein bisschen Hunger. Ein Apfel ist jetzt gar nicht so schlecht. Schmeckt ziemlich lecker. Und der Pool? Oh, der Pool ist aber gar nicht so leer. Oder doch? Eigentlich schon. Baby Kahn hat hier seinen Spaß des Lebens. Hier noch eine Runde zum Wasserfall. Gibt es eigentlich was hinter dem Wasserfall? Haben wir noch nie geguckt. Also ich kann hier nach oben. Und dann kann ich hier auf die Rutsche, wollte ich gerade sagen. Aber doch. Wiehu. Und runter! Oh, das war cool. Aber ich glaube, jetzt wird es auch Zeit, nach Hause zu gehen. Okay, jetzt aber schnell nach Hause. Dann bin ich nur eine Stunde zu spät. So schlimm ist das ja nicht, oder? Also, da gibt es schon Schlimmeres, muss ich sagen. So, ich kann hier auch nochmal durch den Fluss schwimmen. Einfach schwimmen. Ich habe auch die Kommentare gesehen mit dem geheimen Ort. Da brauche ich wohl viermal, glaube ich, das gleiche Tier. Oh, es ist schon... Oh, es ist schon wieder hell. Es ist schon morgens. So spät bin ich? Ich dachte, ich wäre nur eine Stunde zu spät. Oh, jetzt ist schon wieder hell und ich komme hier nicht raus. Jetzt aber ganz schnell nach Hause. Vielleicht ist Mama dann ja gar nicht da. Dann hat sie es vielleicht gar nicht gemerkt. Oh, ich wünsche mir so ein Auto mal zu haben. So, jetzt ganz leise nach Hause. Ich muss ruhig sein. Psst. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Oh. Aha. Oh, ich bin am Schlafwandeln. Oh, wo bin ich denn hier? Schlafwandeln? Oh, hallo Mama Danja, du bist ja schon wach. Soll ich dir Frühstück machen? Ich mach dir direkt Frühstück. Ich bin noch wach. Ich mach dir direkt Frühstück. Hergekommen. Nein, jetzt hier. Rangerutscht. Aber schnell. Ja. Wo warst du? Ich war im Bett. Hattest du keine Zeit, dich irgendwie mal abzumelden? Wieso? Weil du nicht in deinem Bett warst. Hast du mich da gerade angelogen? Ach so, nein, dann war ich kurz auf Klo. Du hast mich gerade eiskalt angelogen. Nee, da habe ich auch geguckt. Ja, ich dachte, ich wäre nicht so spät zu Hause und dann auf einmal ist es schon wieder hell geworden und ich wusste es nicht. Aber es ist doch nichts passiert, ich bin doch wieder zu Hause. Ich war die ganze Nacht wach, ich bin entsprechend jetzt stinkig auf dich. Guck, mir geht's auch ziemlich gut, ich kann und sogar tanzen. Und jetzt wagst du es ja noch, mich anzulügen? Ja, das war doch nur ein Spaß. Mutig. Hallo Mama Danja, ich bin doch da, wenn du willst, kann ich dir auch Frühstück machen. Mutig. Guck, ich habe sogar ein Butterbrot für dich. Wo warst du? Ich war doch nur auf dem Spielplatz Wo? Und danach war ich eine Runde schwimmen. Weißt du was, eigentlich kann mir das auch relativ egal sein, weil wenn wir uns jetzt hier schon nicht mehr Bescheid sagen, wann hier wer das Haus verlässt mitten ja. in der Nacht, dann kannst du eigentlich auch direkt ausziehen. Tschüss.
Was? Wieso? Ey, ist das dein Ernst? Hallo? Ja. Warum komme ich nicht mehr rein? Hey! Das finde ich jetzt nicht fair. Du kannst mich doch nicht einfach rausschmeißen. Mama Danja, mach doch die Tür auf, bitte. Und ich lege mich jetzt erstmal ganz entspannt ins Bett. Sie hat mich aus dem Haus geschmissen. Voll bald schlafen. Sie hat mich eiskalt aus dem Haus geschmissen. Aus unserem gemeinsamen Haus. Du kannst mich doch nicht einfach hier rausschmeißen. Hallo? Mach doch die Tür auf. Hallo? Tu jetzt nicht so, als ob du mich nicht hörst. Oh Mann. Sie hat einfach abgeschlossen. Sie hat mich eiskalt aus dem Haus geschmissen. Jetzt muss ich mir jetzt eine neue Familie suchen, oder was? Das finde ich schon ein bisschen hart von ihr. Jetzt muss ich in mein altes Haus zurück. Okay, das ist zwar nicht so schlecht, aber trotzdem, ich finde das nicht fair. Ich finde das gar nicht fair. Guck hier, mein altes Bett. Ich möchte nicht in mein altes Bett. Ich gehe gleich zur Adoptionsinsel und vielleicht suche ich mir was Neues. Voll fies. Sie hat mich einfach rausgeschmissen. Sie hätte mir auch Hausarrest geben können oder so. Hätte ich nichts gesagt, weil ich bin zu spät nach Hause gekommen. Das ist doch vollkommen okay, oder Leute? Ich finde, sie hat übertrieben. Oh Mann. Darauf eine Schokoladenmilch. Da geht's mir gar nicht gut jetzt gerade. Warum ist denn der Fernseher schon wieder aus? Mann. Ich bin doch nur zu spät nach Hause gekommen. Da muss man mich doch nicht rausschmeißen. Das finde ich nicht fair. Gar nicht. Ich gehe jetzt erstmal zur Schule und beschwere mich da, dass mich meine Mutter rausgeschmissen hat von zu Hause. Vielleicht können die was machen. Schade, dass es in Adopt Me City hier keine Polizei gibt. Dann hätte ich das jetzt gesagt. Aber ich bin ziemlich traurig darüber. Ich bin doch nur zu spät nach Hause gekommen. Okay, vielleicht war das ein bisschen zu viel, aber Leute direkt aus dem Haus schmeißen, das finde ich doch ein bisschen krass. So, dass ich mich jetzt auf die Suche machen muss nach einer neuen Familie. Das wollte ich gar nicht. Ich bin doch gerne bei Mama Danja. Einige von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum ich Baby Khan aus dem Haus geschmissen habe. Ich finde, das ist jetzt mal eine notwendige Erziehungsmaßnahme gewesen. Und ich würde jetzt gerne mal schauen, wie gut er so alleine klarkommt. Also, Herr Schulleiter, also ich wurde aus meinem Haus geschmissen und können Sie mir vielleicht helfen? Stehen Sie da nicht nur so rum? Oh, ich gehe jetzt erstmal einkaufen. Ich muss mir noch ein paar Sachen holen. Weil wenn ich jetzt alleine bin, oder kann mich hier... Hallo? Will mich jemand? Nein? Okay. Keiner hat mir eine Anfrage geschickt. Ich gehe jetzt erstmal zu Justin. Mit Justin verstehe ich mich immer sehr gut. Und ich hole meine Biene raus. Hallo Biene, wir sind jetzt alleine. Wir müssen uns jetzt alleine durchschlagen. Mama Danja hat uns rausgeschmissen. So, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen... was Süßes zu trinken. Sehr schön. Dann, was brauche ich noch? Nein, Schinken nicht, aber ich brauche ein paar Hamburger für die nächsten Tage. So, Tacos kommen auch. Danke. Und ganz viel Butterbrote brauchen wir. Ganz, ganz viel. Weil wir sind jetzt alleine. Wir müssen jetzt alles für uns selber machen. So, hey Justin, ja, ich bin jetzt alleine. Falls was sein sollte, bitte nicht anrufen. Danke. Und was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt unter diese Brücke. Ich bleibe jetzt unter dieser Brücke. Nein, ich möchte zu keiner Party. Ich bleibe jetzt unter dieser Brücke. Ganz alleine. So. So, wir sind ganz alleine, sage ich dir, Biene. Keiner will uns haben. Und es wird schon wieder dunkel und wir sind wieder hier alleine. Das ist traurig. Das ist ganz traurig. Ich muss schlafen, aber ich will jetzt nicht wieder alleine ins Haus. Da finde ich es gruselig. Bleib jetzt hier. Wir bleiben hier, okay? So, ich suche jetzt mal nach Baby Khan. Ich glaube, er hat mittlerweile seine Lektion gelernt. Baby Khan ist nicht mehr da. Hörst du mich etwa? Ja, ich höre dich. Aha, wo bist du denn? Ich wohne jetzt unter einer Brücke mit der Biene. Und was isst du dort so? Und wie schläft sich das so unter der Brücke? Gar nicht gut. Gar nicht gut, weil du mich rausgeschmissen hast. Du hättest mir auch Hausarrest geben können. Wäre ich auch zufrieden.
Nee, ich habe das Gefühl, da lernst du mittlerweile nichts mehr draus. Das doch. Reicht einfach nicht. Aber du kannst mich doch nicht als Baby einfach hier, als dein Kind, kannst du mich doch nicht einfach rausschmeißen von zu Hause. Ich bin richtig traurig. Und die Biene doch, ist auch das traurig. Kann ich, weil du dampfst ja auch immer einfach ab. Ja, aber ich bin ein Kind, das macht man halt ab und zu, auch wenn es nicht gut ist, ich weiß. So, wo und unter welcher Brücke hängst du denn jetzt fest? Unter dieser roten Brücke bin ich. Da, ach Mensch, wo zum jetzt Supermarkt war ich geht. Unter der anderen Brücke. Ich hol dich ab, okay? Ja, ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts mehr. Du musstest es jetzt mal lernen, nein! Dass du dich abzumelden hast zu Hause. Ansonsten kannst du halt auch alleine wohnen. In der Schule konnten die mir auch nicht helfen. Ja, natürlich. Wie wollen die dir auch helfen? Ja, die können dich ja schlecht dort in der Schule wohnen lassen. Doch, können sie. Du bist doch gar nicht hier unter der roten Brücke. Doch. Wo es zum Supermarkt geht. Geh mal zum Supermarkt. Hier. Ja, ja. So, komm her, Babykahn. Wir gehen jetzt nach Hause. Dort ruhst du dich mal aus. Du bist nämlich müde. Kriege ich auch einen Kakao? Nein. Einen heißen? Bitte. Ich hab Durst. Bitte. Und Biene hat auch Durst. Hat gar nichts zum Trinken dabei. Komm, wir gehen vorher noch einen Tee holen. Ja, gut, ja? Okay. Also Kakao kurz vorm Schlafen, dann kriegst du doch wieder Bauchschmerzen. Oh, ja, ich weiß, du hast recht. Ich hatte wirklich Angst, dass ich den ganzen Abend, die ganze Nacht hier alleine unter der Brücke bleiben muss. Das wäre echt fies gewesen. Ich lasse dich doch nicht die ganze Nacht alleine unter der Brücke schlafen. Ja, aber du hast mich auch rausgeschmissen. Ja, und du musst aber auch einfach mal lernen, dass es nicht okay ist, dich ohne abzumelden eine ganze Nacht draußen aufzuhalten. Ja, okay, ich hab's verstanden. Nächstes Mal gibst du mir einfach Hausarrest, okay? Danke. Biene auch, die Biene hat dann auch kein Problem. Da. Dankeschön. Tee. Und wir gehen jetzt nach Hause. Ja. Und da bringe ich dich noch ins Bett. Darf ich wieder rein? Natürlich, weißt du, wie ich mich gefühlt rein. Habe, wo du mich rausgeschmissen hast? Das war kein ich schönes Gefühl, sage ich dir. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das sollte es auch absolut nicht sein. Jetzt lass mich wieder rein. Ja. Jetzt will ich in mein Zimmer. In mein tolles neues Zimmer, wo ich hoffentlich nicht rausgeschmissen werde. Nein. Versprochen, wir bleiben jetzt hier die ganze Zeit in meinem Donutbett. So. Dann schlaf mal gut. Oh, muss ich heute nicht zur Schule? Nein. Oh yes! Du bleibst zu Hause, du hast zwei Nächte nicht geschlafen. So, okay, und jetzt kannst du wieder raus. Ist ja mein Zimmer, weißt du? Mhm. Hallo Mama, Tür zumachen! Nö. Boah, dann mach ich das selber. So, ich schlafe jetzt und ich mache auch keinen Unsinn mehr, versprochen! Besser ist es, dann kannst du auch zu Hause wohnen bleiben. So, Leute, ihr habt es gehört, also das war heute wieder ein bisschen zu viel Drama bei uns. Aber gut, ich verspreche nie wieder zu spät zu kommen, okay? Also zumindest ja. Nachts nicht mehr. Sehr gut, das okay. Klingt doch mal gut. Versprochen. Wenn du, wenn du mir versprichst, mich nicht mehr aus dem Haus zu werfen. Ja, ich verspreche dir das. Ich hoffe es. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann machen wir dann ja. Sehen wir uns beim nächsten Mal, Babykahn. Tschüss. Ciao. Also das war englischer Sport. Sei ehrlich zu mir. Was? Hey Leute! Was geht? Bibi Kahn hier mit... Mama Danja! Hallo Mama Danja, alles klar? Hallo. Mhm, bei dir? Ja, ich muss einmal kurz duschen. Privatsphäre und so, ne? Oha. Ja. Ha. Ja, in diesem also ich habe heute nicht so viel vor. Also ich gehe nur zur Schule und dann wollten wir uns mit Freunden auf dem Spielplatz und so treffen, okay? Alles klar. Also ich mache mich dann auch direkt auf den Weg zur Schule. Ja. Sagst du mir dann, ob du im neuen Haus bist oder im alten später? Ja, da gebe ich dir dann einfach Bescheid. Okay, alles klar. Ich werde ein bisschen hier bleiben, aber hier kann ich halt leider nicht so viel machen, wenn du nicht da bist. Hey. Ja, also du kannst auch kurz erst zu dir. Ja. So Leute, ich habe heute was vor. Also, ich werde heute viel Spaß in der Schule. Schule. Ja, danke. Ich werde nicht zur Schule gehen, sondern ich werde den neuen Pool benutzen. In meinem Haus, in unserem Haus. Und Mama Danja wird davon nichts merken. Ich muss jetzt noch ein bisschen Abstand gewinnen. Und ich darf mich nicht erwischen lassen. Oh Mann, macht das Spaß in der Schule. Ich habe in der ersten Stunde Mathe. Mathe? Das ist... Ach so, nein. Oh, ich habe ja Englisch in der ersten Stunde. Sorry. So.
Ich bin jetzt zu Hause heute. Bei mir zu Hause. Ich verstecke mich kurz noch in den... Ich möchte eine Obi noch machen. So? Ich mache Obis. Und danach gehe ich nach Hause. Hier sind Leute in meinem Haus. Ich habe gar nicht geguckt, ob aufgeräumt ist. Aber doch, das passt eigentlich. Oh, das macht so viel Spaß in der Schule. Ich lerne so viel. Warum hängt Baby Kahn seinen Fernseher eigentlich nicht an die Wand? Hm. Ich liebe die Schule. Okay, man kann den Fernseher doch nicht an die Wand hängen. Gut, haben wir das jetzt auch mal ausprobiert. Muss mal schauen, ob wir noch genug Essen da haben. Ansonsten müsste ich nämlich mal noch einkaufen gehen. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Doch, das reicht locker. So, Mama Danja, ich bin jetzt gerade in der großen Pause, ne? Ach, in der Pause soll ich dir was zu essen vorbeibringen? Nein, nein, ich hab schon was. Bitte nicht. Warum denn nicht? Nein, ich hab schon was. Okay. Ich hab auch was zu trinken. Ich mach kurz ein Mittagsrätzchen. Willst du schlafen? Ja, ich schlaf kurz ein bisschen. Gut so. Oh. Ey, da hab ich mich gerade hingelegt und dann klingelt das Telefon. Oh, wer ruft denn an? Wieder runter. Es ist so cool hier. Wieder runter. Mach mal hier die Lichter aus. Ja, hallo? Hier bei Wolke? Nee, der. Leute, ich sag euch, der es ist super hier im Pool. Heute Morgen eigentlich in die Schule gegangen. Es ist super hier im Pool und Mama Tanja weiß von gar nichts. Der ist aus dem Haus gegangen. Ich glaube nicht, dass das passiert ist, aber. Der ist wirklich nicht da. Es hat auch nicht gesagt, dass es ihm schlecht geht oder so. Er ist wirklich absolut nicht in der Schule. Und jetzt noch eine Wassermelone. Ja. Das ist ein Bürschchen. Oh, ist dunkel. Ich muss schlafen. Ja, da fällt mir schon was ein. Vielen Dank für den Anruf. Vielen Dank. Ich kläre das. Morgen ist er definitiv wieder in der Schule. Das sag ich ihm. Also ich schlafe jetzt. Baby Kahn. Oh, Mama, ich hab gleich Schluss. Ich komm gleich nach Hause. Was soll denn eine Stunde Schule? Ja, ich weiß nicht. Also. Treffen wir uns in dem neuen Haus von dir? Können wir? Ja? Ja. Gut. Das können wir gerne machen. Ich verstehe mich jetzt. Dann gehe ich da mal rein. Schauen wir mal. So. Na, dann bin ich mal gespannt, was der mir jetzt. Ich habe aber auch ein bisschen Hunger. Hast du was für mich? Natürlich. Weil das war ein anstrengender Tag in der Schule. Ja, ganz anstrengend. Ich habe was zu essen da. Komm, lass mal her. Cool. Ich bin zu Hause. Hallo, Mama Danja. Hallo. Und wie war dein Tag so? Fantastisch. Wie war dein Schultag? Woo! Wie war dein Schultag? Er war super. Ja? Ja, wir haben ganz viel gelernt. Was hattest du noch mal in der ersten Stunde? Mathe, ich meine Englisch. Darf ich im Pool? Und was? Nö, bleib doch mal hier. Und wie war es in der letzten Stunde? Hattest du da Sport? Ja, natürlich hatte ich da Sport, wie es auf meinem Stundenplan steht. Auf deinem Stundenplan steht eigentlich, dass du in der letzten Stunde nicht Sport hast. Dann muss der Stundenplan aber falsch sein. Also wir hatten Sport, wirklich, Mama. Und was habt ihr gemacht? Wir haben Basketball gespielt. Ja. Hm. Kann ich jetzt im Pool, bitte? Ja, geh erst mal. Okay, danke. Leute, da lügt er mir eiskalt und dreist ins Gesicht. Ich glaub's ja nicht. Leute, ganz ehrlich, also ich habe das Gefühl, dass... Weiß sie's? Nein, also... Meine Freunde würden mich niemals verpetzen oder so. Mama Danja, ich hab Hunger! Was willst du denn essen? Ich glaube, ein Burger wäre ganz gut, weil es war ein anstrengender Tag heute, muss ich sagen, in der Schule. Ja, war ganz anstrengend. Wie viele Stunden Unterricht hattest du nochmal? Fünf. Fünf? Und war dann Blockunterricht dabei oder sowas? Was ist Blockunterricht? Zwei Stunden hintereinander das gleiche. Ach so, ja, also Sport hatte ich Doppelstunde. Das ist ja verrückt, da habt ihr normalerweise gar keinen Sport und dann hast du da gleich eine Doppelstunde. Ach so, ja, nein, also ich meinte Englisch-Doppelstunde in den letzten beiden Stunden. Englisch-Doppelstunde? In den letzten beiden Stunden, ja. Das kann eigentlich gar nicht sein, weil in den letzten Stunden, in der letzten Stunde hattest du doch Sport, dachte ich. Ach so, ja, nein, ich meine, also das war englischer Sport, verstehst du? Englischer Wir haben Sport, Sport, aber die ganze Zeit auf Englisch gemacht. Ja, ich muss jetzt auch schlafen, tut mir leid, ich bin müde. Ich kann jetzt nicht mehr reden. Auch, dass du müde bist. Von was bist du denn müde? Ich bin ein Schüler und Schüler haben einen harten Tag. Also muss ich jetzt schlafen und ich möchte nicht gestört werden.
Leute, sie weiß es, glaube ich. Ich glaube, ich kriege richtig Ärger. Ich hätte zur Schule gehen sollen. Ich gehe raus. Mama Danja? Ja? Meine Freunde warten auf dem Spielplatz auf mich. Kann ich auch hin? Nein. Wieso denn nicht? Das war nur ein Witz. Geh natürlich, wenn du ein reines Gewissen hast, geh. Ach so, du bist voll witzig. Ja, ich gehe. Leute, ich glaube, sie weiß es. Ich lasse ihn jetzt einfach noch so ein bisschen leiden. Baby Kahn ist ja auch nicht von gestern. Der wird schon mitbekommen, dass ich so ein paar investigative Fragen gestellt habe, um ihn aus der Reserve zu locken. Aber ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen leiden mit seinem schlechten Gewissen. Vielleicht kommt er ja selber noch drauf, mir das mal zu sagen. So, ich bin auf dem Spielplatz und wenn man auf dem Spielplatz ist, dann denkt man nur ans Spielen. Alles andere ist gerade egal. Aber ich glaube trotzdem, ich glaube, Mama Danja hat es nicht... Ich glaube, sie weiß von nichts. Also vielleicht kommt mir das einfach nur so vor. Ich glaube, das kommt mir nur so vor, oder Leute? Ich glaube, sie hat mich nicht erwischt. Nein. Ich meine, sie war auch nicht in der Schule. Und als ob mein Klassenlehrer anrufen würde und sagen würde, ja, Baby Kahn war nicht in der Schule. Das ist noch nie passiert. Deswegen habe ich das ja auch gemacht, weil ich nicht erwischt werden kann. So, Baby Kahn hängt ja jetzt also gerade auf der Schaukel rum. Oh, hallo Mama Danja. Ich sehe dich. Ja, Hallöchen. Wolltest du auch auf den Spielplatz? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte nur mal schauen, wie es dir geht. Super, sage ich dir. Hast du mir was zu essen mitgebracht? Aber natürlich, ich habe immer etwas zu essen für dich dabei. Was möchtest du denn, ganz ehrlich? Weiß ich nicht. Warum fragst du so komisch? Was möchtest du essen? Sei ehrlich zu mir. Ein Apfel? Gerade den habe ich gerade nicht. Ich hätte Wassermelone. Ja, guck, ich esse gesund. Ich bin ein ziemlich braves Kind. Und ein ehrliches Kind anscheinend. Denn ich habe ehrlich geantwortet. Denn ich wollte was Gesundes. Mhm. Zum Beispiel eine Wassermelone. Was hast du denn heute noch so vor? Dein Klassenlehrer hat mich irgendwie angerufen und ich soll mal vorbeikommen. Aber ich weiß nicht genau, worum es da geht. Weißt du denn, worum es hier geht? Ach so, ja, das ist so ein Elternabend wegen der Klassenfahrt. Aber da muss ich nicht mit. Das ist nur so ein Klassenausflug ins Museum. Da muss ich eigentlich nicht mit. Nein, du brauchst da nicht hin. Das ist nur so ein Elternabend. Na, ich gehe da hin. Die Frage war... Nein, du brauchst da nicht hin, wirklich nicht. Weißt du, er hat mich angerufen und meint, es geht um dich. Ja, also weil ich ja auch auf diesen Ausflug mitkommen soll, verstehst du? Du brauchst da wirklich nicht hin. Komm, wir gehen jetzt nach Hause, los, komm. Nein, ab nach Hause. Ich hab jetzt einen Termin mit dem. Du kannst gerne. Nein, nach Hause, nach Hause, komm schon, nach Hause. Lass uns doch mal eben in die Schule gehen. Kann doch nicht so schlimm sein. Ich will aber nicht. Also ich möchte auf diesen Ausflug. Aber warum möchtest nicht. Du denn nicht mit mir in der Schule zum Lehrer? Du hast ja nichts vor mir zu verheimlichen, oder? Mama, dann ja, wir müssen da nicht hin. Bitte. Bitte, wir müssen da wirklich nicht hin. Setz mich mal hier hin. Guck, er kommt auch gar nicht. Wollen wir nicht wieder gehen? Warum hast du denn so eine Angst? Also ich habe keine Angst, aber ich möchte nicht auf diesen Ausflug. Was denn für ein Ausflug? Zum Freizeitpark. Ich meine zum Museum. Also da wollte ich nicht hin. Baby Kahn. Ja? Du gerade ehrlich zu mir? Oder lügst du mich an? Also okay, es war gelogen. Also wir wollen nicht ins Museum. Wir wollen eigentlich zu Baby einer Bank. Baby Kahn. Was? Wo warst du gestern? Ich war in der Schule. Wo warst du gestern? In der Schule? Wirklich? Würdest du mich anlügen? Nein. Warum machst du das dann? Wieso denn? Na, weil du nicht in der Schule warst. Wer sagt das? Ich bin noch nicht von gestern. Dein Lehrer hat mich angerufen gestern. Dass du nicht in der Schule warst, den ganzen Tag nicht. Oh, das tut mir leid, also... Woher wusste er das denn, dass ich nicht in der Schule bin? Weil er natürlich in der Schule war und du nicht. Oh ja, ich war nicht in der Schule, weil ich in unserem neuen Haus war und im Pool. Und woher hast du das rausgefunden? Hat er dich angerufen? Ja, hab ich doch gesagt, er hat mich angerufen. Oh, du kannst was erleben. Mit dir rede ich. Mit dir. Baby Kahn, ob ja. du jetzt wohl respektvoll dem gegenüber bist? Wir was heißt das jetzt für mich? Wir klären das jetzt zu Hause, heißt das jetzt für dich. Oh Mann, das ist kein gutes Zeichen. Mach halt nicht immer so einen Quatsch. Das war kein Quatsch. Also, du hast gesagt, an meinem Geburtstag darf ich alles machen, was ich will. Und ich das wollte nicht zur Schule. Das war nicht dein Geburtstag. Es war aber deine Schuld, weil du das letztens gesagt hast. An deinem Geburtstag warst du nicht in der... Also, an deinem Geburtstag, in deiner Geburtstagsfeier, wo wir gefeiert haben, da warst du nicht in der Schule. Das so ausnutzt und an dem Tag danach nochmal nicht in die Schule gehst, einfach weil du keine Lust hast. Oh, ich muss schlafen. Siehst du, ich muss ins Bett. Tut mir leid, ich kann dir nicht mehr zuhören. Sonst ist es auch nicht so dringend.
Was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich dachte, ich darf das machen. Ja, okay. Wirklich, dass du das darfst? Nein, ich wusste es. Aber ich dachte, vielleicht merkst du es nicht. Aber woher soll ich wissen, dass er bei uns zu Hause anruft? Hallo? Das ist dein Lehrer. Der macht sich Sorgen, warum du nicht da bist. Warum du unangemeldet fehlst. Ja, okay, ich hab's verstanden. Was ist meine Strafe? Hausarrest. Wie lange? 2 Wochen. Was? Wie lange? 2 Wochen. Nein! Und 2 Wochen? Du hast mich angelogen, mehrmals. Und du hast die Schule geschwänzt, mein Vertrauen missbraucht. Du hast in der Schule gelogen. Ich sehe überhaupt gar keinen Grund. Aber dann muss ich auch nicht zur Schule, oder? In den 2 Wochen? Natürlich gehst du da zur Schule. Was ist das denn für eine Frage? Super Bestrafung. Also Leute, ich kann euch eins sagen. Ihr solltet immer zur Schule gehen. Das lohnt sich nicht. Man findet es so oder so heraus. Ich kann ja 2 Wochen zu Hause bleiben. Danke, Mama Danja. Mhm, gern geschehen. Mach ich nicht nochmal. Und du bleibst in dem Haus hier. Oh, und nicht in dem anderen. Ja, tschüss. Nicht blöd. Tschüss. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr die Strafe zu hart fandet, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Wir sind ja jetzt in der letzten Zeit immer nur zu zweit gewesen. Ja. Aber... Was? Was würdest du denn davon halten, wenn ich wieder heirate? Nein! Nein! Ich möchte das nicht! Hey Leute, was geht? Mama Dania hier bei Spiel mit Maps and Games. Baby Khan ist gerade noch auf dem Spielplatz. Ich werde ihn, denke ich, gleich mal nach Hause rufen müssen, weil ich habe ihm was Wichtiges zu sagen, was sehr Wichtiges mitzuteilen. Und ich muss ganz dringend mit ihm sprechen. Mann. Es wird ein äußerst unangenehmes Gespräch. Mama Danja, darf ich noch ein bisschen auf dem Spielplatz bleiben? Baby Khan, kommst du dann bitte nach Hause? Ach, jetzt schon? Ja, schon. Oh, ich hab den ganzen Spielplatz für mich alleine, bitte. Nein, komm bitte jetzt nach Hause. Und bring was zu essen mit. Was willst du denn? Was für dich zu essen, meine ich. Gut, dann hole ich mir eine Pizza von Ramsay. Mhm. Weißt du, ich finde Ramsay richtig cool, sage ich dir. Ramsay ist hier der Coolste. Okay, Justin auch. Aber die beiden sind wirklich die Coolsten hier aus Adopt Me City. Findest du? Willst du auch eine Pizza? Dann bring ich dir eine mit. Nein, ist okay. Ich habe keinen Hunger. Okay, hi Ramsay. Ich hol mir eine Margarita. So. Ich muss einmal kurz warten. Mhm. So. Okay. Mama Danja, ich muss dir aber eins sagen, ich muss erstmal schlafen. Okay, ich bin richtig, richtig müde. Ja. Okay, dann vielleicht solltest du dich ausschlafen, bevor ich... Ja, absolut, absolut. Ja, ja doch. Machen wir denn morgen was zusammen? Können wir vielleicht? Zusammen? Vielleicht? Ja? Cool. Können wir nicht vielleicht zusammen auf dem Spielplatz ganz alleine? Nur naja, vielleicht. Lass uns doch erstmal kurz Abendessen und schlafen und so. Okay. Oh Mann. Hallo Mama Danja. Hey. Gute Nacht. Leg dich erstmal kurz hin. Gute Nacht. Oh, ich bin so müde, Leute. Ich muss jetzt erstmal schlafen eine Runde. Und dann gibt's zum Frühstück Pizza. Wie weit bist du so? So, mir geht's super. Sehr gut. Baby Khan, lass uns mal auf den Balkon gehen, glaube ich. Oh ja. Oh Mann, guck dir das mal an. Es ist noch dunkel draußen. Ich bin so früh wach geworden. Aber mit einer Pizza ist alles gut. Warte mal, Daniel, ich muss noch was trinken. Willst du auch was zu trinken? Nein, ich brauche gerade nichts. Ich bin versorgt. Okay, warte. Ich will meine Schokoladenmilch noch. Oh, klasse. So, ich gehe dann kurz im Pool. Bis später. Nein. Bleib mal bitte hier und setz dich mal mit mir. Nein, ich will kurz in den Pool. Nein, komm her jetzt. Hey, nicht in diesem Ton. Baby Khan. Ich muss das machen. Ich habe jetzt gesagt, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, nein, du musst immer ein paar Bahnen schwimmen will. Nein, doch. Es ist noch nicht. Du musst jetzt mit mir hier kurz was besprechen. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Warte. Ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen und du kommst jetzt hierher, ansonsten gibt es Ärger. Oh, aber natürlich, bald ist ja mein Geburtstag, wahrscheinlich deswegen. Setz dich jetzt mit mir hier oben hin. Wo bist du denn? Ja, auf dem Dach. Oh Mann, Leute, ich glaube, das ist mein neues Geschenk. Vielleicht ein neues Auto für mich.
So, warte. Okay, so. Oh, warte, ich fall hier immer runter. Warte, jetzt. So. Du stinkst ein bisschen, aber ja, egal. Ja, ich muss gleich duschen. Erzähl, du wolltest, dass ich hierhin komme, nicht ich. Jetzt erzähl, wo ist mein Geschenk? Wo ist mein Geschenk? Wir sind ja jetzt in der letzten Zeit immer nur zu zweit gewesen. Ja? Oh, sag jetzt nicht, du willst jetzt schon wieder gehen. Nein. Ja, erzähl. Fehlt dir manchmal... Oh, kommt Onkel Claudio wieder zu Besuch? Vater? Nein, kommt Onkel Claudio zu Besuch? Oder Tante Bianca? Nein, aber... Was? Was würdest du denn davon halten, wenn ich wieder heirate? Nein, 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 darüber reden wir nicht. Möchte ich nicht. Tschüss, nein. Baby Khan. Nein. Möchte ich nicht. Warum? Ich gehe zur Schule. Tschüss. Tschüss, ich gehe jetzt. Baby Khan. Nein. Toll, ich erwarte, dass du mich heute von der Schule abholst. Und dass wir dann zusammen was machen, alleine. Ja. So, tschüss. Also, was dich Mama Danja da. Mama Danja, was denkst du dir eigentlich dabei? Nein, du wirst nicht heiraten. Baby Khan. Mama Danja, ich bin immer alleine und ich kann mir das sonst nicht leisten. Ja, gut, okay, dann kann ich dich unterstützen. Das ist doch kein Problem. Du hast einen sehr teuren Lebensstil. Nein, das stimmt nicht. Ich kann dir auch helfen. Bei was? Ist egal was. Aber ich würde es, weißt du, es ist halt leichter auch für mich, wenn, also ich kann mich halt bei dir nicht so gut durchsetzen. Und musst du doch auch gar nicht. Leichter, wenn da... Leute, was sagt ihr? Reicht Mama Danja nicht? Also ich finde, Mama Danja reicht. Ich brauche keinen Papa. Brauche ich nicht. Du kennst die Person aber. Nein! Wo bist du? Wo bist du, Mama Danja? Also, ich mach dir ein Angebot. Okay? Ja. Au, jetzt ist mein Auto kaputt. Ich mach dir ein Angebot, okay? Ja. Wenn wir wie erwachsene Personen darüber reden sollen, dann treffen wir uns in 2 Minuten hier auf der Schaukel auf dem Spielplatz. Okay. Dann bin ich bereit, wie eine erwachsene Person über dieses Thema zu reden, okay? Okay. So, dann erzähl mal. Warum willst du denn heiraten? Naja, weil ich immer so alleine bin und wenn du halt... Ich bin doch da! Nein, aber es würde mir vielleicht leichter fallen, wenn noch jemand da wäre, dich dann auch mal so ein bisschen loszulassen, dass du dann auch mal machen kannst, worauf du Lust hast. Nein, damit ich noch mehr kontrolliert werde, nein. Ich glaube, du möchtest einfach nur heiraten, damit mich noch eine Person kontrollieren kann. Nichts anderes. Nein. Oder Leute, was meint ihr? Einfach nur, damit Mama Danja mich kontrollieren kann. Aber es wäre doch auch für mich einfach schön. Und für dich bestimmt auch, weil du dann jemanden hast, mit dem du mich zusammen pranken kannst. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche nur dich, Mama Danja. Alles andere ist unwichtig. Dass du überhaupt denkst, dass ich... keine Ahnung, ist es... Boah, nee, ich möchte gar nicht auf diesen Gedanken kommen. Nein. So, ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen... Also ich reg mich hier völlig auf. Mama Danja und heiraten, das geht nicht. Aber warum denn nicht? Sag mir, nein. Weißt du was? Weißt du was? Komm mal runter, Mama Danja. Ja. So. Ich mach dir ein Angebot. Ich mach dir ein Angebot. Noch eins. Ja. Krieg ich pro Tag $2000 Taschengeld, dann kannst du das gerne machen. Was ist das denn? Ja, das musst du dann... Nein, von dir. $2000. Ich kann das nicht stemmen. Das weißt du auch ganz genau. Ja gut, dann brauchst du auch nicht heiraten. Wie willst du denn deine Hochzeit bezahlen? Muss ich das als Baby zu dir sagen? Hä? Nein, aber... Als Baby, wie willst du eine Hochzeit bezahlen, wenn du mich noch nicht mal finanzieren kannst? Hä? Bin ich hier dein Steuerberater? Also manchmal denke ich, ich bin hier der Erwachsene. Hör auf, so frech zu sein. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Was? Warum bist du denn jetzt so frech zu mir? Warum lehnst du das denn so ab? Weißt du was? Ich mach mich. Ich hab dir nichts getan. Ich denke immer nur daran, das für dich das Beste zu machen. Ich weiß schon, worauf das hinausgeht. Weißt du was? Ich werde jetzt hier mal alle fragen, wer dich denn heiraten möchte. Ramsey! Ramsey!
Weißt du was? Du tust hier immer einen auf freundlich. Ich komme hier hin, kauf jedes Mal eine Pizza. Ja, dir auch, hallo. Und du willst meine Mama heiraten? Kommt nicht in Frage, okay? Es ist vielleicht Elsa? Elsa? Möchtest du Mama Daniel heiraten? Kommt auch nicht in Frage. Außer 2000 Dollar Taschengeld, dann ist okay. Nein, du brauchst auch nicht auf freundlich zu machen. So, was ist mit dir? Nein, nein, kommt nicht in Frage. Mama Danja? Nein, möchte ich nicht. Rich! Rich! Du denkst, also denkst du, du kannst mit meiner Mama heiraten? Das kommt nicht in Frage. Du nicht. Du hast damals zu mir gesagt, in meinem Traum, ich kann mir kein Auto leisten. Hab es dann trotzdem gemacht. Du wirst nicht Teil der Familie Wolke, damit das klar ist. So, du auch nicht. Kommt nicht in Frage, auch wenn du super viele Spielzeuge hast. Gibst du mir die umsonst? Warte, wenn ich das hier jetzt umsonst bekomme. Ja, 200 Dollar, ganz bestimmt nicht. Auch du darfst Mama Danja nicht heiraten. Also bitte. Bibi Khan, das ist peinlich. Das ist nicht peinlich. Ich kann hier doch nirgends mehr hingehen und irgendwas für dich kaufen, wenn du mich hier überall blamierst. Aber natürlich, natürlich. Steig ruhig ein, Mama Danja, steig ruhig ein. Wir gehen jetzt mal zu deinem zukünftigen, okay? So. Dass du mir das verheimlichst, ne? Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Du bist immer beim sagen sollen. Ich hätte es dir einfach nicht sagen sollen. Du bist immer so oft beim Supermarkt und jetzt weiß ich auch wieso. Nein. Baby Khan, wir kommen hier jeden Tag her, um hier was zu essen. Justin! Auch wenn du ganz freundlich bist und wir uns super verstehen, verstehst du dich etwa deswegen so gut mit mir, Mama Danja? Hä? Ist er deswegen Baby so freundlich Khan, zu mir? Komm jetzt mit, das ist ja fürchterlich. Ja, du tust mir das an. Benimm dich doch bitte jetzt mal ein bisschen, das gibt's ja wohl nicht. Du tust mir das an. Ich tu dir überhaupt nichts an. Ich hab dich erst mal gefragt, aber deine Reaktion ist ja... Weißt du was? Absolut over the top. Ich bin zwar richtig müde, aber ich glaube, jetzt gibt es nur... eine Stelle, wo ich ganz gerne wäre. Und zwar ist das meine Schule. Denn da passiert bestimmt gar nichts. Oder? Ja. Dein Schweigen deute ich jetzt mal als ja. Leute. Ich glaube, die Schule ist der einzige Ort. Was machst du hier? Was machst du hier? Du sollst nach Hause. Das hast du mir nicht zu sagen, wann ich nach Hause gehe und wann nicht. Warum bist du jetzt hier? Warum bist du hier? Ich gehe ja schon. Warte mal. Warte. Nein! Mama Danja, willst du mir vielleicht was sagen? Hallo? Nein. Ich gehe. Nein! Bitte nicht. Oh, jetzt ist ich gehe nach Hause. Ich warte auch zu Hause auf dich, ne? Ich komme jetzt direkt nach Hause. Ey, das gibt sowas von Ärger. Aber dann, ja? Warum bist du so ruhig? Das gefällt mir gar nicht. Wenn ich das nicht auf offener Straße mit dir klären Ja, dann will. Komm rein, dann erklär's. So, erzähl. Wen willst du heiraten? Jetzt sag. Tu es. Sag es! Los! Ja, es ist Herr Fissi. Nein! Ich möchte das nicht! Aber warum denn nicht? Och, er ist doch nett zu dir und... Ja, das kann sein, aber genau aus diesem Grund. Du liebst ihn? Guck, du kannst es doch nicht mal sagen, also heiratest du ihn auch nicht. Baby Khan. Was? Was soll denn das schon wieder? Nein! Wenn du das machst, komme ich aus dem Pool nie wieder raus. Dann bin ich jetzt nur noch ein Pool-Khan. Baby Khan? Was? Du kommst jetzt da raus. Und ich gehe jetzt ganz bestimmt zur Schule. Ansonsten überlege ich mir morgen was anderes für dich, das sage ich dir. Ich bin müde, ich muss mich jetzt, schlafen. Mhm. Ja. Und danach möchte ich davon nichts hören. Bist du sicher, dass du nicht auf mich hören willst? Ich hoffe, das ist ein Albtraum. Ich glaube, du brauchst mal ganz dringend ein paar strengere erzieherische Maßnahmen. Nein! Ich glaube schon. Du gehst jetzt auf dein Zimmer und wir sprechen uns morgen. Tschüss. Oh Mann.
Ich glaube, das gibt Ärger. Aber sowas von. Oh Mann, aber ich möchte das nicht. Und wie sieht's bei euch aus, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare. Soll Mama Danja heiraten? Ich weiß es nicht. Macht's gut. Tschüss. Babykan, wo bist du? Hallo. So, hey Justin. Hast du zufällig Babykan gesehen? Hey Leute, was geht? Mama Danja hier bei Spiel mit mir Apps and Games. Und wie ihr wisst, ist Baby Khan ja immer noch auf der Royal High und wird dort hoffentlich mal richtig gut erzogen. Und ich starte jetzt nämlich ein neues Projekt. Und zwar möchte ich die Häuser in der Nachbarschaft ein bisschen bewerten, weil ja, mein Haus ist halt langsam so ein bisschen zu klein und Baby Khan ist ja jetzt nicht mehr da und deshalb muss ich mal schauen, worauf ich so als nächstes hinarbeiten möchte. Also, die zwei Häuser, die hier direkt vor mir sind, die sind natürlich etwas zu klein. Da ist meins ja noch größer. Ja, das ist natürlich so eine schöne Luxusvilla hier. Ich schau mal, ob ich da reingehen kann. Nein, ist abgeschlossen. Sehr gut. Türen sollte man verschließen, wenn man nicht zu Hause ist. Boah, da hinten ist so ein mehrstöckiges Wohnhaus. Die sind halt auch ganz cool. Muss ich mal reingehen? Das interessiert mich, wie die von innen aussehen. Uff. Okay. Huch. Boah. Ich will auch in meinen Frauenpool. Ich glaube, das muss ich mit Baby Khan mal besprechen, dass wir das unbedingt auch so gestalten sollten. Hey, 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 hey. Oh, okay, jetzt hat mich die Person ausgesperrt. Ja gut, das kann passieren. Das ist so ein Pilzhaus, oder? Wollte ich auch schon mal rein. Muss ich mir mal anschauen. Weil man sieht leider, wenn man die Häuser kauft, nicht wie die von innen aussehen. Und das ist natürlich einerseits blöd, weil man dann die Katze im Sack kauft. Oh, ein Zuschauer. Und andererseits ist es halt einfach, ich würde es besser finden, wenn man so eine kurze Haustour machen könnte, zumindest wie das Haus halt aufgebaut ist. Aber gut, das gefällt mir auch nicht so sehr, muss ich sagen. So. Oh. Ist das hier so ein Laden oder was? Alarm abgeschlossen. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob ich halluziniere, weil mir mein Kind fehlt, oder ob hier gerade das Haus von Baby Khan steht. Ich bin nicht sicher. Das geht doch gar nicht. Der ist doch auf der Royal High. Ist hier eine Dopp Miss City? Pass auf, hier sind gerade einige Zuschauer. Pass auf, wir suchen jetzt hier mal zusammen nach ihm. Okay, jetzt schwärmen wir mal alle aus und suchen mal nach Baby Khan, weil ich... Also ich glaube, zu Hause wird er nicht einfach sein. Vielleicht ist er ja in seinem Zimmer. Das wäre natürlich ganz ideal, wenn er einfach in seinem Zimmer... Nope. Nö. Finden die schon, Baby Khan? Finden dich. Meint ihr, der schwänzt echt einfach Schule? Schwänzt der Schule? Hat er gar nichts gelernt? So? Überhaupt gar nichts? Gut. Gut. Ey, das ist so furchtbar. Dann habe ich jetzt mal meinen Tag frei und würde gerne ein neues Projekt starten. Und schon wieder hält mich Baby Khan davon ab. Es ist der Wahnsinn. So. Also, am allerbesten wäre es jetzt natürlich, wenn er in der Schule wäre. Schau mal. Nope. Mr. Fizzy. Nö.
rede jetzt mal sehr laut und schrill. Meine Stimme geht ab und zu auch einfach mal durch Wände. Baby Khan, wo bist du? Vielleicht ist er beim Zeltplatz. Hallo, Baby Khan! Wisst ihr was? Ich schaue jetzt mal bei Justin. Eigentlich fühlt er sich ja ganz wohl bei Justin. Weil da gibt's Essen. Und vielleicht ist er da irgendwo. So, hey Justin, hast du zufällig Baby Khan gesehen? Gefunden! Was machst du hier? Oh, Mama Danja, was machst du denn hier? Ich wollte nur was essen, denn ich hab Hunger, weißt du? Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum bist du denn hier bei Justin und was machst du hier? Ich wollte heute mal ein Projekt starten, wo ich die Häuser von unseren Nachbarn bewerte, damit ich schauen kann. Ja, dann mach das doch. Ist doch kein Problem. Und irgendwie ist mir aufgefallen, dass dein Haus hier steht. Ich muss ja sowieso zurück zur Schule, weißt du? Deswegen fahre ich jetzt am besten wieder zur Schule. Warum bist du hier? Du lernst es einfach nicht, oder? Ich glaube, ich fahre wieder zur Schule. Hallo, jetzt ist doch... Oh Gott, ey. Was ist denn? Was willst du, Mama Danja? Ja. Ja, guck, du suchst mich sogar. Du sollst in die Schule gehen, auf die ich dich geschickt habe und für die ich bezahle viel Geld, damit du dort bleiben kannst. Ja, aber das ist fies. Damit du dort endlich mal ein bisschen was lernst, ein bisschen benehmen, damit du eben sowas nicht mehr machst, einfach von der Schule abhauen. Was soll denn das? Ich glaube, ich muss da mal mit den Lehrern reden. Aber Mama Danja, ich wollte das gar nicht. Das sind gar nicht meine Freunde und so. Ja, das ist mir klar, dass du das nicht wolltest, weil es dort nämlich mal ein bisschen strenger zugeht als hier. Lass mich in Ruhe, ich will nicht mit dir reden. Ich gehe nach Hause. Du willst nicht mit mir reden? Was machst du denn überhaupt hier? Ich gehe nach Hause. Welches? Ich gehe nicht zurück nach Royal High. Nein, da möchte ich nicht hin. Ich kenne da niemanden. Weil das langweilig ist. Ja, natürlich kennst du da niemanden. Und keiner kümmert sich um mich. Ich möchte das nicht. Ich möchte hier zur Schule gehen. Ja, aber ich denke, du bist schon erwachsen genug, um zu entscheiden, was gut für dich ist und was schlecht für dich ist. Ja, dann bleibe ich hier in Adopt Me City. Da muss sich ja wohl auch keiner um dich kümmern. Ich bleibe hier in Adopt Me City. Ich gehe nicht zurück nach Royal High. Da gehe ich nicht hin zurück. Nein. Warum war es denn so schlimm dort? Weil ich da niemanden kenne. Ja, na und? Dann lernst du halt Leute kennen. Du hast sonst auch kein Problem damit. Nein, aber ich möchte in Adopt Me City bleiben. Die Menschen in Adopt Me City, die mag ich alle. Ich habe meinen Pool außerdem vermisst. Mhm. Ich möchte da nicht in der Schule bleiben. Nein. Und dass du mich zwingst, da zu bleiben, das finde ich nicht okay, Leute, oder? Ich darf doch zurück nach Adopt Me City. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Dass Mama Danja mich zwingt, in Royal High zu bleiben, finde ich nicht in Ordnung. Du sagst mir jetzt einfach gleich, warum du wieder hier bist, warum du nicht auf der Royal High geblieben bist, weil sonst ist das ja auch kein Problem. Ansonsten schicke ich dich dort wieder hin, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Okay, ich sag dir wieso. Wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Ich sag dir bist wieso. Bist du zu Hause? Ja, ich bin zu Hause, komm zu mir. Okay, Mama Danja. So. Ich sag dir jetzt den Grund, warum ich einfach nicht zurück nach Royal High möchte. Und zwar darf meine Biene nicht mit. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist jetzt wohl nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Und außerdem... Bist du sicher? Und außerdem, ich weiß, ich sag das nicht gerne. Ich hab dich vermisst und deswegen bin ich zurückgekommen. Und wenn du mir jetzt nicht auf... nicht auf die Tour, junger doch. Mann. Und wenn du jetzt sagst, das stimmt nicht, dann bist du echt eine fiese Mama, sag ich dir. Du kannst doch am Wochenende ohne Probleme einfach nach Hause kommen. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber womit ich ein Problem habe, ist, dass du nicht mal vorher anrufst, sondern einfach hier erscheinst. Das heißt, du hast immer noch keinen Respekt gelernt. Oh, und wenn doch. Du mir jetzt nicht gleich einen besseren Grund bringst, als meine Biene kann nicht mit, um die ich mich kümmere, wenn du nicht da bist. Ja, es tut mir leid, aber dann geht's gleich wieder ab nach Hause. Weißt du was? Dieses Thema ist für mich beendet. Und damit gehe ich jetzt in den Pool. Baby Khan. So, Biene, komm mit. Was? Ich zähle jetzt bis 3. Was dann? Und dann bist du zur Tür raus und gehst in die Schule. Ja, aber in welche Schule? Erstmal die hier in Adopt Me City. Okay, kann ich machen. Und danach, wenn dir bis dann nichts eingefallen ist, was mich überzeugt... Dann gehst du wieder auf die Royal High. Okay, gut. Doch. Ich gehe jetzt zur Schule. Ich bin schon unterwegs. Ja, kannst du ja. Und wenn du wieder zurückkommst, würde ich gerne mal hören, warum du wieder hier bist. Ohne mir vorher Bescheid zu sagen. Warum schreist du mich jetzt an?
Man schreit eigentlich... Ohne dich in der Schule abzumelden. Man schreit eigentlich nur, wenn man im Unrecht ist. Das weißt du, ne? Also bist du vielleicht im Unrecht, Mama Danja. Treib es nicht zu weit. Ich sage es ja nur. Treib es nicht zu weit, habe ich gesagt. So, guck, ich bin jetzt in der Schule. Und ich mache keinen auf Schulleiter, sondern ich bin ein normaler Schüler. Okay? Du machst schon lange keinen mehr auf Schulleiter. Du sollst dich benehmen. Du sollst das mache ich doch. Gehen, du bist viel zu streng heute. Heute bist du viel zu streng. Tut mir leid. Du bist viel zu streng. Guck, ich trinke auch Wasser. Und keine Brause oder so. Boy. Was? Ich kann nicht hören. Nichts. Ich finde, ich mach das hier sehr, sehr brav und sehr artig. Und guck mal, was hier bei uns auf der Tafel steht. Da steht, Khan muss in Adopt Me City bleiben. Das hast du selber da drin. Ja, hab ich. Guck, und meine Biene ist jetzt auch erwachsener geworden. Ist jetzt Preteen. Siehst du? Es juckt mich nicht. So. So, ich war jetzt in der Schule. So, und ich muss jetzt eigentlich duschen. Kann ich nach Hause und duschen? Du, das ist mir vollkommen egal, weil du triffst ja sowieso alle Entscheidungen alleine. Och, sei jetzt nicht so. Ja, sei jetzt nicht so. Wie bin ich denn? Ja, du bist voll fies gerade. Ich möchte doch nur hier in Adopt Me City bleiben. Guck mal, wie viele Menschen hier sind. Och, Mann. Das finde ich fies von dir. Ich brauch das gerade echt nicht von dir, ne? Ich brauch das gerade echt nicht. Was brauchst du nicht? Dieses Gejammere. Dieses unnötige Gejammere. Du kommst hier, also, als ob du der Einzige bist, der sein Haustier mal zu Hause lassen musste. Außerdem weiß ich ganz genau, dass Haustiere an der Royal High sogar erwünscht sind. Also komm mir nicht auf die Schiene. Ja, aber gut. Du kommst hierher, du lügst mich an. Und dann erwartest du, dass ich dich mit offenen Armen empfange, ohne dass du mir überhaupt Bescheid gesagt hast. Ja, du aber weil ich. Schule, weil du lügst mich an. Weil ich ganz genau weiß, dass du das nicht akzeptieren würdest, sondern sagen würdest, nein, du musst zurück nach Royal High. Und siehe da, genau das ist jetzt dabei rausgekommen. Und das weil wollte ich nicht. Weil du immer noch keinen Grund genannt hast, der das rechtfertigt. Oh, doch. Nein. Doch. Ja, ich bin müde. Ich muss jetzt erstmal schlafen eine Runde. Und weißt du was? Das könnt ihr sogar alle sagen. Ich war in Royal High, war mein Zimmer sogar noch besser. Trotzdem wollte ich zurück nach Adopt Me City. Obwohl mein Zimmer da richtig cool war. Und das hatte ich sogar gesagt. Oder Leute? Ich habe gesagt, dass das Zimmer sogar cooler ist. Ich hoffe, dass die Zimmer da richtig cool waren. Aber warum bist du denn dann wieder hier? Weil ich dich vermisst habe. Und Adopt Me City auch. Aber du hättest doch einfach am Wochenende herkommen können. Aber das reicht mir nicht. Meine Freunde sind auch hier auf der Schule. Und ich bin noch nicht auf der weiterführenden Schule. Wir können darüber reden, wenn ich auf eine weiterführende Schule muss. Dann kann ich nach Royal High. So aber nicht. So bin ich immer noch Baby Khan und die sind da alle schon viel älter als ich. Und die wollten mich da, glaube ich, auch nicht. Tut okay, mir leid, aber du erzählst mir hier immer noch. Ich habe mit keinem geredet, aber trotzdem. Und warum hast du mit keinem geredet? Ja, weiß ich nicht, weil die alle so... Weiß ich nicht. Ich wollte es halt nicht. Also ging es eher von dir aus. Ja, also kann sein. Einfach, um dir eine Ausrede zu suchen, hast du beschlossen, ich rede jetzt hier einfach mit keinem und dann gehe ich wieder nach Hause und dann jammer ich ein bisschen rum. Mama Danja wird schon einknicken, oder was? Nein, Mama Danja, ich gebe es zu. Es war ein Fehler, dir nicht Bescheid zu geben. Okay? Es war ein Fehler. Ich gebe es zu. Aber Fakt ist auch, dass... Nee, das ist nicht Fakt. Doch, dass ich Adopt Me City vermisst habe, dass ich dich vermisst habe und... dass diese Entscheidung nicht einfach so von dir, die kann ich einfach nicht so akzeptieren, weil es geht um mein Leben, nicht um dein Leben. Dann mach doch, was du willst. Ach, jetzt bist du auf einmal so. Mit Claudio überhaupt gar kein Problem. Da habe ich auch was. Wenn dir meine Erziehung nicht passt. Was? Wenn dir meine Erziehung nicht passt. Nein. Und wenn du dich immer, weißt du, das Problem ist, dass du schon wieder nichts gelernt hast. Doch, ich habe ganz viel gelernt. Komm, wir gehen jetzt schlafen. Also zum einen hast du nicht gelernt, dass du mich nicht unterbrechen sollst. Zum anderen hast du nicht gelernt, dass du mir mal Bescheid sagen sollst. Kannst du mal schnell machen, ich muss jetzt schlafen. Du hast weiterhin... Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, dann nicht. Tschüss. Ich bleibe in Adopt Me City, damit das klar ist. Und du kannst gerne Häuser bewerten oder so. Mir ist das egal. Ich bleibe in Adopt Me City. Okay, verstanden, Leute? Geh nicht zurück nach Royal High. Vielleicht später, aber nicht jetzt. Jetzt ist mein Platz in Adopt Me City.
nicht woanders. Und damit das klar ist, tschüss. Aber du hörst dich echt nicht gut an. Ist wirklich alles in Ordnung? So ein Idiot, ey. Was hast du denn? Und deshalb hat er mich einfach versetzt. Wer war das? Der kann was erleben. Hey, du da! Hör mir mal zu! Hey, Leute! Was geht? Bibi Kahn hier mit... Mama Danja. Hallo Mama Danja, wo bist du denn? Ich bin aufgestanden und ich habe dich noch gar nicht gesehen heute. Ja, ich wollte ein bisschen meine Ruhe haben. Mir geht's nicht so gut. Und deshalb habe ich mich ein bisschen hingelegt. Warum? Aber keine Sorge. Warum? Weil du kein Model jetzt geworden bist? Oder was ist das Problem? Nee, das ist es eigentlich. Was ist es denn? Wo bist du denn? Mir geht's noch nicht so gut. Bist du am Pool? Wo bist du denn überhaupt? Bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause? Ja. Ja, warte, ich komme. Also unser zweites Zuhause, meinst du? Mhm. Du hörst dich aber gar nicht gut an. Also Mama Danja, okay. Nur weil das mit diesem Modeljob jetzt nicht geklappt hat, also ist doch nicht so schlimm. Ja, nee, das ist nicht alleine das, das ist halt einfach so das große Ganze. Hä, was? Bin ich wieder schuld? Nein, du bist es mal ausnahmsweise tatsächlich. Was ist denn da passiert? Erzähl doch mal. Willst du es nicht erzählen? Nein. Warte, ich komme jetzt. Warte, ich bin vor deinem Haus. Ich parke einmal ganz kurz und nicht der Polizei sagen, dass ich keinen Führerschein habe. Das ist ja kein echtes Auto. Okay. Wo bist du denn? Ja, immer noch zu Hause. Ja, aber wo zu Hause? In der Küche. In der Küche. Okay. Hallo Mama Danja. Hey. Schön, alles klar? Ja, bei dir. Aber du hörst dich echt nicht gut an. Ist wirklich alles in Ordnung? Mir geht's halt einfach nicht so gut. Das ist manchmal so. Okay, weißt du was? Was? Ich werde heute nicht zur Schule gehen. Du gehst doch, bitte, geh zur Schule. Okay, dann machen wir es wie folgt. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Ich gehe jetzt zur Schule. Ja. Du holst mich bitte von der Schule ab und wir machen dann heute den Tag was gemeinsam, okay? Du musst mir nichts erzählen, aber ich möchte dich einfach nur ablenken ein bisschen, okay? Ja, mal gucken. Nein, nicht mal gucken. Oder ich hole dich von zu Hause dann wieder ab, okay? Also ich bin zwar Baby Kahn, aber ich kümmere mich heute um dich, okay? Okay. Ich fahre jetzt kurz zur Schule, hab auch nur 4 Stunden Unterricht. Und dann hole ich dich wieder ab, okay? Aber du hörst dich echt nicht gut an. Ist wirklich alles in Ordnung, Mama Danja? Ja. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, du bist es wirklich nicht, Baby Kahn. Aber Model-Dasein, das ist nichts für dich, Mama Danja. Wirklich nicht. Och, sag das doch jetzt nicht ständig. Ich habe es doch verstanden. Ja, aber das meine ich ja gar nicht böse, sondern einfach, weißt du, du bist Mama Danja und du bist ja Lehrerin und das ist viel besser. Willst du eigentlich nicht mit zur Schule kommen? Oder hast du heute frei? Nee, ach, lass mal. Ich will nicht so gerne in die Schule. Okay. Ist nicht so... Hallo, Mr. Fissi ist auch da. Das ist schön für Mr. Fissi, dass er da ist. Und wie geht's ihm so? Kannst du ihn mal fragen, wie es ihm so geht? Ja, hallo Mr. Fissi, wie geht's so? Ja, ganz gut, glaube ich. Scheint so. Er lächelt. Ja, es ist alles super, sagt er. Schöne Grüße an dich, Mama Danja. Okay. Hast du gehört? Ja, die kann er sich sonst so hinstellen. Hab ich gehört. Nichts? Okay. Schule ist jetzt sofort vorbei. Und Mama Danja, wir können ja direkt was essen gehen, okay? Wir können zu Ramsay eine Pizza essen. Soll ich in die Stadt kommen? Nein, ich hol dich ab. Du musst gar nichts machen heute, okay? Heute wird sich nur um Mama Danja gekümmert. Um nichts anderes. Denn ich habe im Gefühl, dass es Mama Danja nicht gut geht. Hey, warum bist du aus dem Haus raus? Ja, weil ich... Keine Ahnung. Ich einsteigen! Brauchst du ein bisschen frische Luft? Ich sitze noch nicht. Können wir nicht mal ein größeres Auto kaufen? Ja, dann kauf doch ein neues Auto. Das ist ja meins. Ich jetzt ein Auto kaufen, das nervt mich. Hallo, Mama Danja, wir wollten doch erst eine Pizza essen. Okay. Was willst du jetzt, Pizza oder Auto? Beides. Erst eine Pizza. Gut. Hallo, Ramsay. Hey, Ramsay. Was möchtest du für eine Pizza? Komm, setz dich hin, ich mache alles für dich heute. Komm. Dankeschön. Was möchtest du für eine Pizza? Ist mir egal. Kein Käse. Kein Käse? Gemüse bisschen? Ja. Okay, alles klar. Mama Danja, muss es danach wieder besser gehen. Ich bin zwar müde, aber trotzdem kümmere ich mich um dich heute. So. Das ist einmal deine Pizza. Dankeschön. Kannst du aber kurz warten, dann mache ich meine Pizza auch fertig. Leute, ich glaube, bei Mama Danja ist einiges schief gelaufen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Model und so, ob das immer noch... wisst ihr so... Ich glaube, damit hat sie ein bisschen zu kämpfen. So, Mama Danja, guten Appetit. Danke, dir auch. Lass es dir schmecken. Hallo, du isst ja gar nichts.
Ja, ich habe gerade nicht ganz so Hunger. Ich glaube, die zwei Stückchen reichen schon. Okay. Willst du was trinken? Nein? Nee, muss nicht. Okay. Aber dann ist wirklich alles in Ordnung? Also, wenn es mir nicht so gut geht, dann gehe ich immer auf den Spielplatz und danach geht es mir super. Sollen wir auf den Spielplatz? Nee, ich würde jetzt mal wegen einem Auto gucken. Okay, aber dann kann ich dich ja beraten, oder? Ja, schon. Los, komm mit. Hier, direkt um die Ecke. Hier rein. Vielleicht hast du danach gute Laune. Und Mr. Fizzy war echt gut gelaunt heute? Ja, also wie sonst auch. So ein Idiot, ey. Was hast du denn? Der hat doch nichts gemacht. Ach so. Willst du ein Auto kaufen oder nicht? Ja, ich will ein Auto kaufen. Aber das muss man sich vorher überlegen, was man für ein Auto kaufen will. Oh, hier so ein Camper. Van. Nee, einfach ein normales Auto. Hier, das hier. Ich will das in Pink. Hallo, Rich. Ja, wir können uns ein Auto leisten. Ciao, Rich. Dann hol mal raus das Auto. Wow. Oh, schön. Darf ich mitfahren? Ich komm gar nicht rein. Musst du nicht rein? Doch. Muss eigentlich, da müsste irgendwo so ein... Jetzt. Ja, gut. Komm, wir fahren nach Hause. So wird das ja nichts, Mama Danja. Ja, komm, wir machen noch eine kleine Spritztour hier rum. Aber es ist echt, mir geht's nicht so gut. Ich bin ein bisschen traurig. Okay, weißt du was? Wir gehen jetzt nach Hause und dann sprechen wir in Ruhe darüber, okay? Ich höre dir zu, okay, Mama Danja? Ich würde lieber beim Autofahren drüber sprechen. Ja gut, okay, dann erzähl. Was ist los? Also, du weißt doch, ich wollte doch eigentlich heiraten. Ja. Und deshalb habe ich dich ja dann auch weggeschickt, weil ich wollte, dass du mal ein bisschen drüber nachdenkst. Ja, ich weiß. Stimmt. Und dann hatte ich mein Date mit der Person. Okay. Und der ist halt nicht erschienen und dann habe ich nachgefragt. Was? Und dann hat er halt gesagt, das funktioniert so nicht mit uns und deshalb hat er mich einfach versetzt. Ich habe die ganze Nacht und den ganzen Tag nochmal gewartet. Wie bitte? Wer war das? Mr. Fizzy. Was? Ja, deshalb kann ich auch nicht mehr in der Schule arbeiten und deshalb wollte ich auch Model werden. Deshalb hat mich das auch so traurig gemacht. Wie bitte? Ist das dein Ernst? Ja, ist mein Ernst. Deshalb musste ich jetzt auch ein Auto kaufen. Na dann ja, fahr mich zur Schule. Sofort. Fahr mich zur Schule! Baby Khan, du kannst jetzt nicht... Was willst du denn da machen? Ich fahr jetzt zur Schule. Also... Was willst du denn dort machen? Der kann was erleben. Der kriegt Ärger von mir. Das kann ich dir jetzt schon sagen, dass Mama Danja deswegen traurig ist. Hätte ich niemals gedacht. Ach, Baby Khan. Nein. Wo kommt denn jetzt hin? Komm zur Schule. Dann wirst du sehen, was ich mit dem mache. Der kann was erleben. Wo bist du? In der Schule oder ja. was? Ja. So, hey, du da. Hör mir mal zu. Du hast gesagt, du machst nichts. Wie kannst du es wagen, meine Mama Danja einfach so zu versetzen? Ach, Baby Khan, sie ist die beste Mama hier in der Dot Me City. Du hast sie gar nicht verdient. Das hättest du nicht machen sollen. Verstehe ich nicht, Mr. Fizzy. Du bist eigentlich so nett. Und Mama Danja ist auch super nett. Und warum bist du nicht erschienen? Komm raus jetzt da, Baby Khan. Komm mit jetzt. Nein, lass mich in Ruhe. Ich muss das klären. Guck, da ist sie. Die beste Mama hier in ganz Dot Me City. Ja, danke. Wegen dir muss ich ihn jetzt noch mal sehen. So, damit das klar ist. Ich möchte dich hier in der Schule nicht mehr sehen. Auch wenn das deine Schule ist. Aber trotzdem. Baby Khan. So, wenn ich jetzt aus der Tür rausgehe und wieder reinkomme, dann bist du weg. Okay? So, ich zähle bis drei. Eins, zwei, zwei ein Viertel, zweieinhalb, zwei drei Viertel, zwei sieben Achtel, drei. So. Und ich hoffe, du bist jetzt nicht mehr da. Du bist ja immer noch da! Ja, der geht einfach nicht aus der Schule. Deshalb kann ich da auch nicht mehr arbeiten. Weißt du, wie peinlich das ist? Mama Danja hat was viel Besseres verdient. So. Mama Danja, weißt du was? Er ist es nicht wert. Komm, steig ein. Ja. Steig ein! Jetzt steig ein! Ja, ich sitze, ich will ja. Warte. Okay, jetzt. So, kommt mit. Wir gehen jetzt erstmal zum Wasser, okay? Ja. Mama Danja, mach dir keine Sorgen. Ja, das war jetzt aber schon ein bisschen peinlich. Nein, das musste sein. Ich musste dich verteidigen. Er verpasst was, nicht du. Dankeschön. Ja, brauchst du keine Sorgen machen. Und wenn es um einen Job geht, weißt du was, dann besorge ich dir halt einen Job, wenn es sein muss. Als was denn? Ja, ich weiß es nicht. Guck ich nochmal. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um dich. Baby Khan ist da. Das ist lieb. Dankeschön. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen besser. Ja, mach dir keine Sorgen. Und wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend, okay? Ja, das machen wir. Feiern noch ein bisschen. Hier sind ja gerade so viele Leute. Ja. Weißt du was? Warte, guck, wir können. Warte, wir können feiern. Warte. Ja. Warte. Hier mit meiner Disco-Kugel. Oh ja, das finde ich gut. Komm hier hin.
Woo. Jetzt feiern wir im Wasser. Ja, so machen wir das. Ja, das ist gut. So komme ich ganz gut darüber hinweg. Ja, mach dir keine Sorgen. Baby Khan kümmert sich um sowas. Und mit Mr. Fissi müssen wir nochmal reden, okay? Nein, ich will nicht mit Mr. Fissi. Doch, eigentlich ist er ganz in Ordnung, aber ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Mhm. Ich meine, okay, ich möchte zwar trotzdem nicht, dass ihr heiratet, aber das ist was anderes. Ja. Okay, wir machen jetzt hier noch eine Party. Leute, ich werde Mama Danja noch trösten und wir sind jetzt hier noch mit unseren Freunden da, okay? Genau. Okay, macht's gut, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann, Mama Danja, sehen wir uns beim nächsten Mal. So sieht's aus. Ciao. Tschüss.